So, unser nächster Gast ist ebenfalls ursprünglich aus Wien und der kommt eigentlich schon seit sehr vielen Jahren nach Hamburg, seit über 15 Jahren. Damals gab es hier einen Boogie-Woogie-Pianisten, der eigentlich ziemlich allein auf weiter Flur war, das war der Hans-Georg Möller und der hat Vince und mir und auch unserem nächsten Gast sehr viel über Boogie-Woogie beigebracht. Das heute ist auch ein bisschen ein Andenken an Georg Möller. Und ja, ein paar kenne ich noch. Und es ist für mich eine besondere Freude, jetzt unseren alten Freund hier begrüßen zu dürfen. Martin Pürker. Thank you.
Dankeschön. Dankeschön. Das war ein eigener Titel und der hieß Nothing But Boogie. Der Axel hat es schon gesagt, ich bin der Martin und komme aus Oberösterreich. Das ist ungefähr exakt 1000 Kilometer von hier. Und das Klavierspielen, der Blues und Boogie Woogie verbindet uns eigentlich schon viele Jahre ziemlich rund um den Erdball. Wir sind inzwischen heute schon Engländer, Franzosen, Österreicher, alles dabei. Und wir haben eines gemeinsam, das ist die Liebe zu den alten Meistern, die Liebe zu denen, von denen diese Musik eigentlich stammt. Und da ist einer meiner großen Favoriten, der Jimmy Yancey. Von ihm möchte ich das nächste Stück spielen, es heißt Jimmy's Rocks. Thank you.
Dankeschön. Jimmy's Rocks. Dankeschön. Das letzte, das war so eine Mischung aus Blues und alten Stücken, das heißt B-Flat Blues war von mir. Und zum Abschluss möchte ich noch eine alte Nummer spielen, ein Perlhaus-Stück. Perlhaus ist so eine Mischung aus Blues und Ragtime und einer der besten Vertreter dieser Richtung war der Kakao Davenport und von ihm den Kakao Boogie Woogie. Thank you.
Ja, Martin Pirker aus Wien.